Der verschwenderische Prunkbau und die Machtgier Wotans führt zum Bruch mit Tochter Brunhild. Brunhild, gespielt von Aino Laos, ist die zentrale Figur der Geschichte. Mit ihr lebt, liebt und leidet der Zuschauer. Man weiß nie vorher, was passiert in den Proben, wie die Charakter sich entwickelt. Aber auf jeden Fall, ich wusste, dass es eigentlich sehr körperlich sein wird, so ich habe trainiert. Der Geistesgestörte, man merkt schon ein bisschen die Ergebnis. Nach 5 Wochen wird es schon heftiger sein, weil es ist schon eine sehr starke Rolle. Brunhild ist eine starke Frau und sie muss auch mit einem Schwert umgehen können. Sie ist nicht zimperlich. So, das war meine Hauptbeschäftigung vorher. Weil sie ist eigentlich ein Charakter, der sehr emotional ist, sehr bestimmt ist. Sie weiß, was sie sagt und sagt, was sie meint. Und ja, das freue ich mich, weil ich bin überhaupt nicht lustig oder slapstick, wie manche andere meine Kollegen sein muss. Ich bin so mehr diese emotionale, starke, geladene Person. Und das gefällt mir sehr gut. Das sind die einen Fallen. Karim Kawadmi schlüpft in die Rolle des Göttervaters Wotan. Wotan muss Alberich den Ring wieder entreißen, um damit die Riesen für den Bau von Walhall zu bezahlen. Wie arbeite ich mich da rein? Also ich lasse mich erstmal. Ich habe mich jetzt nicht wahnsinnig groß vorbereitet. Natürlich habe ich mich mit der Grundgeschichte auseinandergesetzt. Aber mit der Figur an sich bin ich eigentlich mehr, dass ich bei Proben das auf mich zukommen lasse und gucke auch, wie die Interaktion zwischen den einzelnen Charakteren ist. Und daraus versuche ich dann, den Charakter praktisch zu entwickeln. Und Wotan ist für mich einfach jemand, der praktisch auf 2 Ebenen agiert. Also für ihn ist auf jeden Fall ganz wichtig, für sich seine Ordnung wiederherzustellen. Und seine Ordnung heißt, seine Macht wiederherzustellen. Du hast keine anderen Götter mehr neben dir. Und übrigens, was hast du mit ihnen gemacht? Ich habe sie mit Menschlichkeit beschenkt. Nein, du hast sie zur Sterblichkeit verurteilt. Herzlichen Glückwunsch zur Alleinherrschaft, Vater. Wotan als Diktator. Ich weiß, deine Ehrlichkeit zu schätzen, mein Kind. Aber spiele nicht mit dem Feuer! Siegfried, die Rolle für Markus Hetzel. In Frank Nims Gerns Version wird der Edelmensch von Alberich erschaffen. Mit seiner Hilfe will der Zwerg erneut in den Besitz des Rings gelangen. Siegfried vorbereitet mit Fitnessstudio ganz viel, vor allem erstmal das. Ja, und während der Probenzeit natürlich das Stück gelesen und mich mit den Nibelungen beschäftigt und ganz wichtig natürlich, es ist so ein klassischer Held, so ein klassischer deutscher Held und ja, Heldenspielen ist einerseits schwierig, andererseits finde ich auch recht einfach, da ist es wie mit dem König, die anderen dich zum Helden machen, also es sind dann quasi die Taten, die machen und so weiter und so fort. Den Reiz der Rolle, der Held spielen, also das Kämpfen ganz sicher, natürlich mit so einem großen Schwert durch die Gegend rennen, das ist super. Und ja, der Kampf mit Karim macht viel Spaß und dass ich auch ein bisschen tanzen kann, das macht auch viel aus. Dass ich nackt über die Bühne renne, das ist weniger das, was ich als reizvoll an der Rolle finde, aber es gehört nun mal dazu. Ja.